Es ist früh und die Nacht war mal wieder kurz. Nach nur 4 Stunden Schlaf steht Jennifer Kuschel wieder auf, damit ihre Kinder gut zur Schule kommen. Was lustig ist, was uns auch gefallen ist, wenn wir verschlafen, funktionieren wir besser, als wenn wir alle pünktlich aufstehen. Die 34-Jährige ist alleinerziehend und komplett alleine für ihre 3 Kinder verantwortlich. Sie leben im Osten von Berlin. Die kleine Wohnung konnten sie sich lange nur gerade so leisten. Ja, ich bin gleich da. John muss ja langsam aufstehen, weil ich muss wickeln. Mein Plan war eigentlich diese Bilderbuchfamilie. Ich wollte immer, also ich denke mal, es lag dran, weil ich selbst nicht gehabt hatte. Ich wollte immer eine Familie haben. Mit 21 wird Jenny das erste Mal Mutter. Mittlerweile ist ihre Tochter 13. Der Kleinste ist 2 Jahre alt. Volles Familienleben zwischen Pubertät und Windeln. Ja, ne? Hast du dein Essen schon eingepackt? Hast du deine Mappe schon fertig gemacht? Schlüssel? Ja. Um 7:45 geht's zur Schule und in die Kita. Danach fängt Jenny an zu kochen. Für sich und für ihre Fans auf Instagram und TikTok. Mit ein paar Tricks verwandelt sie ihre kleine Küche in ein Kochstudio und filmt jeden Schritt mit dem Handy. Das Gericht muss günstig sein. Die Preise ihrer Zutaten hat sie centgenau im Kopf. Wir sind mal wieder broke. Und daher kommt jetzt ein Gericht für unter 2,50. Als erstes wird die Tomate für 30 Cent und die Zwiebel für 10 Cent klein geschnibbelt und in etwas Öl angebraten. Broke ist, das sind wir. Eigentlich heißt es pleite. Also wenn du gerade an den Punkt gekommen bist, wo du nicht weißt, ob du diese Woche noch genügend Geld hast und ob du dir genug Essen leisten kannst, dann bist du broke. Jenny hat Lösungen, um in dieser Situation trotzdem über die Runden zu kommen. Wir sind mal wieder broke. Früher hatte sie in der Woche oft weniger als 20 Euro für Essen zur Verfügung. Heute folgen ihr Hunderttausende auf ihren Kanälen Food and Family. Jetzt kommt ein richtig geiles Das-muss-weg-Gericht. Ich hatte noch Tomaten, Zwiebeln und Knofi. Jenny wächst in einer Pflegefamilie auf. Schon damals weiß sie, wie es sich anfühlt, broke zu sein. Sie muss auf vieles verzichten, auch was ihre Haare angeht. Die sind ab, weil ich Läuse hatte. Da wurde ungern Geld ausgegeben für Läusemittel. Es war einfacher, die abzuschneiden, ja. Es hat sehr weh getan, das weiß ich noch. Auch beim Essen wurde immer gespart. Wenn man zu viel gegessen hat, wurde gesagt, ne, beachte bitte drauf, weil wir haben nur 3 Euro am Tag für euch oder sowas. Ja. Jenny konzentriert sich damals aufs Lernen, macht Abitur, wird Grafikdesignerin und studiert. Es läuft gut, doch dann, mitten in der 3. Schwangerschaft, geht ihre Beziehung in die Brüche. Also es war, sage ich mal, so eine kleine Abhängigkeitsgeschichte. Also da stellten sich Sachen raus, die ich nicht wusste, dass das so ist. Also ich war nicht die Einzige im Leben, sage ich jetzt mal. Und das wusste ich aber alles vorher nicht. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das war dann die Schwangerschaft, die mir die Augen geöffnet hatte, wo ich gesagt habe, nee, jetzt musst du einen Schlussstrich ziehen, weil sonst kommst du da nicht raus. Sie trennt sich endgültig vom Vater ihrer Kinder und sortiert ihr Leben neu. Um sich abzulenken, meldet sie sich bei TikTok an und filmt, was sie so kocht. Das kommt an. Das war auch sehr beliebt. Da wir noch ganz viel für den Urlaub sparen wollen und ich so wenig wie möglich einkaufen möchte, gab es heute ein Das-muss-weg-Gericht. Als erstes habe ich versucht, die Zwiebeln klein zu machen. Das solltet ihr definitiv nicht nachmachen, weil das Gerät ist jetzt leider kaputt. Naja, kann ich nicht mehr. Dieses Broke kam eigentlich von jemand anders. Der hat ein Broke-Gericht gezeigt. Das war bei 6 Euro und ich musste da so ein bisschen schmunzeln. Ich zeig dir jetzt mal ein richtiges Broke-Gericht. Seit die Preise gestiegen sind, wächst die Nachfrage auf ihren Kanälen deutlich. Entweder von Studenten, alleinerziehenden Müttern oder auch Paaren. Jetzt mittlerweile auch immer mehr Familien, die sich melden und sagen, hey, das ist toll, wir kommen jetzt viel besser klar. Jenny muss aber auch mit Drohungen und Hasskommentaren umgehen. Also zum einen ekelhaftes Essen. Würde ich nie essen. Am Essen zu sparen, solltest du dich schämen. Oder ich hatte auch schon einmal mit einer zu tun, die hat mir auch mit dem Jugendamt gedroht und dass meine Kinder mir entrissen werden sollten und sowas alles, ja. Ich denke mal, das Problem ist, dass viele sich nicht in diese Lage versetzen, Gott sei Dank, nicht in diese Lage versetzen müssen und sich
also denen gar nicht klar ist, wie es manchen damit geht. Jeden Montag ist ihr Kühlschrank-Ausräumtag. Alles, was kurz vorm Vergammeln ist oder nicht gegessen wird, kommt dann in die Tiefkühltruhe. Ich hebe auf jeden Fall sehr gerne Kokosmilch auf. Weil mir ist auch beim Kochen ist mir aufgefallen, dass man braucht nie so viel Kokosmilch und dann bleibt die irgendwie übrig. Und ich muss gestehen, ich habe davor dann die vergessen, dann landete die im Müll. Was Kinder überhaupt nicht leiden können, sind Brotkanten. Diese Ränder, diese Brotränder, mögen die nicht. Und ich habe mir angewöhnt, die einfach mit der Schere abzuschneiden. Und dann werden die eingefroren. Und wenn ich eine Suppe oder sowas koche, dann werden die schön in Knoblauch oder irgendwas gebraten und dann als so ein Dip. Mittlerweile verdient Jenny mit Kooperationen auf den Kanälen sogar ihr Geld. Und mit Brühe lassen wir das Ganze etwas aufköcheln. Er hat haut Käse rein. Ja, und das war's. Mega lecker. Ich kann das immer noch nicht realisieren, dass ich es gerade auch mit diesem Job schaffe. Das ist so. Immer noch so, wow, du machst so einen Job und kannst davon leben und kannst deinen Kindern was bieten. Das ist für mich immer noch so, noch nicht so, ja, ich kann es noch nicht so ganz fassen. Seit einigen Monaten läuft es richtig gut und sie kann am Monatsende etwas sparen. Aber Jenny bleibt lieber vorsichtig. Ich glaube, ich würde aus dieser Wohnung nicht rausgehen, weil ich aus der Erfahrung weiß, es kann sich immer alles ändern. Und ich würde nicht diesen Fehler begehen wollen, wie eine große Wohnung und dann ist die Reichweite weg oder das geht ja so schnell in diesem Job. Dieses Jahr ist sogar ein gemeinsamer Urlaub für die ganze Familie in Deutschland drin. Und irgendwann will sich Jenny noch einen anderen großen Traum erfüllen. Also ich habe ja schon, seitdem ich klein bin, sehr schlechte Zähne gehabt und ja, finanziell war es nie möglich, die machen zu lassen. Und früher hat man, glaube ich, nicht so drauf geachtet. Also ich weiß auch nicht, wie die Möglichkeiten da gewesen sind. Aber war immer so ein Problem, nicht ausgiebig so lächeln zu können, wie ich es vielleicht gerne hätte.